30 minutes left. Hallo Holger. Hallo Arne. Prost. Prost. Diesmal trinken wir Astra. Ganz normales Standard Astra. Aber nicht nur. Wir haben ja auch in jeder Folge ein bisschen Energy oder andere koffeinhaltige Getränke hier. Und heute haben wir... Oh, Holger, hast du uns etwas mitgebracht? Ja, ich habe uns etwas mitgebracht. Fritz Cola, kennt man ja, hatten wir glaube ich schon mal. Aber Cola Kaffeebrause, bitteschön. Dankeschön. Ich habe das schon mal aufgemacht. Cola Kaffeegeschmack, 25 Milligramm pro 100 Milliliter Koffein ist das. Das macht 250 Milligramm auf einen Liter. Du wolltest ja auf einen Liter rechnen. Genau, weil man sowieso immer einen Liter trinkt. Du vielleicht, ich nicht. Naja, Prost. Prost. Und das haben wir gekauft, oder habe ich gekauft, weil ja letztes Mal der Energy Drink auch schon so ein bisschen nach Kaffee geschmeckt hat. Und ich gedacht habe, dann passt das jetzt auch mal ganz gut. Was sagst du dazu? Ich mag's. Aber ich mag sowohl Kaffee als auch Cola und ich mag's auch gemischt, zumindest in dieser Form. Ich mochte aber auch gestern, letzte Woche das Zeug. Das mochte ich nicht so gerne, das war nicht ganz mein Gefall. Was haben wir denn für Themen heute? Wir haben, fang doch du gleich an, du hast hier so ein... Ja, ich habe nämlich eine Internetseite gefunden, die heißt Wolle-Auto-Verkaufe. Da hat nämlich sehr... Also ihr kennt das ja, wenn ihr ein Auto vielleicht habt, dann kommen ab und zu mal so Autoankäufer und haben ihre lustigen Karten, die packen sie dann daran, wo dann draufsteht, dass sie das Auto gerne kaufen möchten, weil das ja so toll ist und so. Und es gibt eine Internetseite, die diese künstlerischen Qualitäten dieser Verkäufer- oder Ankäuferkarten sammelt und bewertet. Die werden dann nach verschiedenen Kriterien beurteilt. Zum Beispiel nach der Originalität der Rechtschreibung und Grammatik, dem Trashwert von Bildern und Grafiken, dem Einsatz verschiedener Schriften und Effekte, dem Kundenanspruch und der Ankaufpsychologie. Nee, Kundenansprache ist es. Wie wird Kundenansprache, natürlich, das wollte ich damit sagen. Ja, das sind, glaube ich, sehr hilfreiche Kriterien, um diese Karten zu bewerten. Ja, genau. Da zum Beispiel, ich lese mal einfach hier den ersten Satz vor. Beim Betrachten des in die Augen springenden Kunstwerks fällt zunächst einmal die kontrastierende Farbgebung von roter Typografie auf grünem Grund auf, die selbst bei schwachen Personen augenblicklich für eine erhöhte Aufmerksamkeit und heftige Kontraktion des Musculus oculus, in Klammern Sehmuskel, sorgt. Erwähnenswert ist die Bundesflagge, mit der der Künstler seine Verbundenheit zur deutschen Nation unter Beweis stellen will. Weil sich die Liebe zu Deutschland auf mehr als das Übliche erstreckt, wurde auch die Fahne gestreckt. Ein vorzügliches Beispiel für das Einhergehen von Inhalt und Bildsprache. Ja, und sehr schön, auch der mittels Computer freigestellte VW-Bus mit Details wie den platten Reifen und der Fahrzeugbeschriftung, die sich täuschend echt diagonal über das gesamte Fahrzeug erstreckt. Dass man durch die Autoscheiben auf einen weißen Bildhintergrund blickt, sei da gerne verziehen. Großartig. Ja. Etwas rätselhaft bleibt hingegen die Angabe des elektronischen Postfaches. Trägt der Künstler den leider zu Unrecht aus der Mode geratenen Namen Emil oder wollte er schlicht nur seine Emil-Adresse angeben? Es ist mega lustig und die waren auch so vor falschen, gefälschten Autokarten, die so zwar täuschend echt aussehen, aber wenn man genau hinguckt, sieht man, dass sie handschriftlich gemacht sind. Die sind, oh. Ja, ja, das monochromer Hintergrund, ne? Fehlende Abbildungen und sowas und mangelnde Papierbeschaffenheit, das sind ein Zeichen dafür. Okay, ja. Nicht schlecht. Also ich empfehle jedem, der so eine Karte mal bekommt, die doch zur Bewertung dahin einzuschicken, so als Scan. Ich hatte, als ich noch ein Auto hatte, habe ich von diesen Karten auch irgendwie jede Woche 3 Stück bekommen. Und ich hätte die mal sammeln sollen und hinschicken sollen. Die ich habe es leider nicht gemacht. Die sind ähnlich kreativ wie Friseurläden. Es gibt wahrscheinlich auch so eine Seite über Friseurlädennamen. Hast du dir da mal Gedanken drüber gemacht? Nein. Es gibt... Die heißen doch dann alle nur irgendwie so Kopfsache. Ja, genau. Es gibt aber extrem viele sehr kreativ wirkende Namen von Friseurläden. Wo aber jeder Zweite so heißt. Und wo die allesamt irgendwas mit Schere, Kopf oder Haaren zu tun haben. Es ist echt furchtbar. Ja. Ja, ich mag solche Seiten, die so Sachen sammeln. Ich mag auch so Seiten, die so Sachen sammeln. Da gibt es ja auch diverse Tumblr-Blogs zum Beispiel. Oh, du meinst Hot Chicks in Batman Shirts. Unbedingt meine ich Hot Chicks in Batman Shirts.tumblr.com. Das ist irgendwie auch einer meiner Lieblings-Tumblr-Bildseiten.
Ja, es geht um Hot Chicks. Drauf. Ich muss mal eben gucken gehen. Es geht um Hot Chicks in Batman-Shirts. Das sind halt... Also ich gebe ja zu, was bin ich noch? Ein Nerd? Ein Geek? Was hatten wir letztes Mal noch festgestellt? Du bist ein Dog. Nee, ich bin kein... Ich bin, glaube ich, irgendwie, ich bin ein Nerd. Ein Nerd. Ein Nerd. Und ich mag Nerd-Mädels. Und ich liebe Batman. Nerd-Mädels gehört die Zukunft übrigens. Ja. Nerd-Mädels, ihr draußen, ne? Sei euch das gesagt lassen. Genau, und deswegen immer schön Batman-Shirts anziehen, Mädels. Und ja, diese Seite sammelt halt Mädels in Batman-Shirts, aber sind halt nicht nur Batman-Shirts, sondern auch Batman. Oh, ich sehe auch Unterhosen. Batman-Unterwäsche und so und ja. Boah, die cheatet, die hat eine Batman-Jacke. Und darunter ein Batman-Shirt. Ja, das ist hier schon Pro-Liga, ne? Ja. Da sind, ja. Manchmal sieht man auch so einen kleinen Superman-Shirt, aber Superman mag ich nicht so. Darüber können wir uns vielleicht ein anderes Mal unterhalten, welcher Superheld denn der beste ist. Batman ist total cool. Übrigens, das Batman-Symbol, das originale gelbe ovale Ding. Ja. Ich dachte, und ich wette, ich bin nicht der Einzige, bitte, meine Hörer, bestätigt mich in meiner Annahme, ich dachte früher immer, dass das nicht das Batman-Symbol ist, also so eine Fledermaus, so mit Flügeln und so, sondern, guckt euch mal das Symbol an, dass das der Mund von Batman ist und das Gelbe seine Zähne. Wir tun das Bild in die Shownotes, dann könnt ihr euch das angucken. Nee, das... Hä? Was soll der denn für Zähne haben? Ja, genau, das habe ich mich auch früher immer gefragt. Ich habe mich gefragt, warum der genau diesen Mund und diese Zähne hat und warum die überhaupt nicht aufeinander passen. Das aber das habe ich ernsthaft geglaubt. Ehrlich. Okay. Und dann hast du dich auch immer gar nicht gefragt, warum die Zähne an den Nachthimmel werfen. Habe ich mich nie gefragt. Das sieht einfach überhaupt nicht nach einer Fledermaus aus. Natürlich, das sieht voll nach einer Fledermaus aus. Das sieht viel mehr nach einem Mund und Zähnen aus. Ich bin einfach nicht drauf gekommen, dass das eine Fledermaus sein sollte. Wahrscheinlich war ich auch Englisch noch nicht weit genug gebildet, um zu wissen, dass Batman Fledermausmann heißt. Aber er hat Fledermäuse in seiner Höhle, in seinem Batcave. Ja, aber er ist wegen Fledermäuse in seinem Batman sein können. Nee, nein, Arne, tut mir leid. Da sind wir ganz, nee, nein, nein. Ach, Manno. Was kennst du noch für lustige Tumblr-Seiten? Oh, es gibt, ich finde ja, glaube ich, alle Seiten gut, die mit Fuck Yeah anfangen. Fuck Yeah, irgendwas, Tumblr, müsst ihr mal googeln. Nehmen wir mal zum Beispiel den Namen von irgendeinem Schauspieler. Wie zum Beispiel der berühmteste aller Schauspieler, Macaulay Culkin. Auch der hat einen Fuck Yeah Tumblr-Blog. Was ist da so drauf? Da sind dann jeweils Bilder von dem Typen. Brad Pitt hat auch einen, Angelina also Jolie auch hat einen, was weiß ich, Emma Watson hat einen. Jeder aktuelle. Wo hat die noch mitgespielt? Das war die von Harry Potter. Genau. Habe ich ja nie gesehen, aber die Bilder von der tauchen ab und zu mal so auf Seiten auf wie This is the Internet, according to Adrian. Genau. Das ist auch so ein Tumblr-Blog. Ja. Der packt irgendwie alle möglichen Sachen, die er im Internet findet, da rein, um halt zu zeigen, was das Internet ist. Da habe ich auch mal was hingeschickt. Ha! Und? Wurdest du genommen? Ja. Und zwar, wenn du da durch meine Tür guckst, siehst du, da hängt so ein Schild an meiner Wand, an der Tür. Da steht drauf, dass eine Wohnung ein Velociraptor-freies Apartment ist. Aha. Und das schon seit 23 Tagen kein Velociraptor-Angriff mehr in meiner Wohnung war. Und das habe ich da auch hingeschickt. Also nicht von meiner Wohnung, das habe ich mir selber woanders abgeguckt, aber... Ist nicht schlecht. Ja. Es gibt aber auch Fuck Yeah andere Seiten, zum Beispiel Fuck Yeah Baby Animals. Habe ich hier gerade, genau. Genau, das sind ganz niedliche Babytiere. Die sehen aus wie die Deine von Nemo. Von Nemo. Oh, eine Katze. Ja, oh, die sind so niedlich. Und ein Hund. Was ist das denn für ein Hund? Hunde, muss ich ja sagen, finde ich relativ hässlich, ne? Ich bin kein Hundemensch. Ich mag Hunde, glaube ich, nicht so. Es kommt drauf an, es gibt nicht so hässliche Hunde. Guck mal, der ist doch nicht hässlich, der kleine Golden Retriever hier. Nee, das stimmt, der ist nicht hässlich. Mit dem Stock. Und der hier, guck mal, der hat eine Blume im Mund. Oh. Vom 14. Februar. Das könnte man, so ein Bild könnte man mit unseren Kaninchen nicht machen. Die würden die Blume nicht lange im Mund behalten. Die würden sie auffressen, ja. Dann musst du dir ein Steak in den Mund geben. Das wird die vielleicht behalten. Oh, ein Babyreh. Wir müssen was anderes machen. Sonst denken die alle noch, ich bin hier so ein Weichei, was immer nur so, macht. Weichei, was immer so, macht. Zum Beispiel, als wir Fluch der Karibik gesehen haben. Im Kino. Im Kino.
Und da war diese eine hübsche Meerjungfrau. Da habe ich auch so, ah. Aber das war ein anderes A, was ich gemacht habe. Ja, das war ein ganz anderes A. Wir haben nämlich nebeneinander gesessen. Das war echt eigenartig, obwohl wir völlig unterschiedlich Karten gekauft hatten. Das aber heißt, wir haben eigentlich das gleiche Händchen gehabt beim Kartenkauf. Wir haben einfach Mitte-Mitte gekauft. Ja, genau. Und wir haben jeweils genau die Reihe hinter den Kuschelsitzen gekauft. Wusstest du, dass vor uns nur Kuschelsitze waren? Das erklärt die seltsamen Geräusche. Ich habe gedacht, das sei der Film gewesen. Nein, ich wusste nicht, dass das Kino Kuschelsitz war. Wir waren im Streiz. Genau, in Hamburg im Streiz. Das ist nämlich das einzige Kino in Hamburg, was Originalfilme anbietet. Und jedenfalls ausschließlich, ne? Also genau, ja. Es gibt sicherlich auch in den großen Kinos ab und zu mal so einen ja, Originalfilm. Genau. So sonntags morgens um 6 oder so. Ja. Ja, auf jeden Fall haben wir da Flug der Karibik 4 auf Englisch geguckt. Genau. Großartiger Film. Ja, sehr zu empfehlen. Wir wollen mal nicht so viel spoilern oder eigentlich wir gar können, doch, wir können über den Film durchaus reden. Über den Film kann man nämlich sagen, man muss die ersten drei Filme für diesen Film überhaupt nicht gesehen haben. Story, die wird zwar weitergeführt, aber es ist völlig unerheblich, ob man die ersten drei kennt oder nicht. Aber Charaktere werden genauso vorgestellt wie vorher, also es ist natürlich mehr darüber zu wissen, was das für Leute sind. Barbossa und Jack Sparrow zum Beispiel, die spielen mit. Den ersten Film, finde ich, aber sollte man schon gesehen haben. Natürlich sollte man die gesehen haben, aber es ist jetzt nicht, man muss jetzt nicht unbedingt die ersten drei Filme gucken, bevor man in diesen ins Kino geht. Das stimmt natürlich, aber wenn man zum Beispiel den ersten und die nicht kennt, dann weiß man zum Beispiel nicht, kennt man halt sein altes Schiff nicht. Die Black Pearl. Ach, genau. Ja. Und die ist zwar jetzt auch nicht so wichtig, aber sie kommt doch häufiger mal vor in dem Film. Ja, richtig. Also oder für die Charaktere, die wiederzuerkennen, ist natürlich toll und außerdem sind es gute Filme, die sollte jeder gesehen haben, auch Teil 2 und 3. Ja. Auch wenn sie sehr komplex sind, da muss man dann halt durch. Aber der vierte funktioniert auch ziemlich gut als eigenständiger Film. Jo. Es gibt nicht mehr so viel Liebesgeschmalze wie in den ersten drei Teilen. Dafür gibt es mehr Piraten. Es taucht nämlich noch ein dritter auf, Blackbeard. Ziemlich cool gespielt von Ian McShane. Den ich kaum kannte vorher, aber der diesen Blackbeard einfach toll darstellt. Außerdem hat es dieser Film auch so einen Wettrennen-Aspekt, den ich auch mag. Du meinst jetzt die Spanier, Engländer und Jack Sparrow halt. Ja, genau. Ja. Aber der Film ist sehr sehenswert. Er hat auch großartige Musik, möchte ich dazu sagen. Der Soundtrack ist jetzt seit letztem Montag draußen und total toll. Da sind 11 Tracks drauf aus dem Soundtrack und 7 Trance-Remixe, auf die ich auch stehe, muss ich zugeben. Okay, das wär nichts für mich. Aber ist dir aufgefallen, dass die Piratenflagge von Blackbeard an seinem Schiff gar nicht die eigentliche Blackbeard-Fahne ist? Nee, ich wusste auch nicht, dass es eine eigentliche Blackbeard-Fahne gibt. Blackbeard ist ja eigentlich eine historische Gestalt. Den gab es ja wirklich Schwarzbart. Und der hatte eine Piratenflagge mit so einem Typen mit so einem Speer und so einem Herz drauf. Und im Film war da aber so eine Totenkopfflagge oben an seinem Schiff. Auch nicht diese klassische Totenkopffahne, sondern schon eine besondere. Ich glaube, da war ein Säbel an der Seite. Ich bin mir nicht mehr sicher, aber auf jeden Fall war es nicht die original Blackbeard-Fahne. Interessant. Nee, wusste ich nicht. Tja. Hier lernt man noch was. Es taucht natürlich in dem Film auch eine neue Gespielin für Jack Sparrow auf. Gespielt von Penelope Cruz. Oh. Kann man bestimmt auch unter Fuck Yeah Penelope Cruz. Tumblr. Das können wir leiten. Probier mal aus. Kann man das auch Da sind bestimmt dann auch schon Bilder drauf davon. Die hat ja auch bei Zorro mitgespielt. Nee, das war wer anders. Das war Catherine Zeta-Jones. Catherine Zeta-Jones, okay. Ja, fuck yeah, penelopecruz.tumblr.com, da kriegt man natürlich auch Bilder zu sehen. Die entsprechenden Bilder, genau. Es ist sogar eine Szene. Aus dem Film, wahrscheinlich. Ja, genau, aus dem Film, wo Jack sagt zu ihr, you walk like a girl, und sie sagt, you would know. Okay. Aber wir haben ihn ja in 3D gesehen. Genau, wir haben ihn in 3D gesehen, weil ich glaube, dass man ihn nur in 3D sehen kann. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, ich fand das total schwachsinnig. Also, wenn man so normal sieht, also Real World, jetzt in Real Life draußen so rumläuft, dann ist ja auch alles 3D. Der Unterschied zum Kino 3D ist aber, dass das Auge sich auf jede Position scharf stellen kann.
Richtig. Das heißt, wenn wir uns jetzt angucken, könnte ich auch da hinten auf die Landkarte scharf stellen, mein Auge, oder auf irgendwas anderes und mir das angucken. Genau. Das geht im Kino nicht. Das ist der große gefühlte Unterschied in 3D-Kino. Genau, und das ist auch der Grund, warum 3D-Kino nicht funktioniert. Wenn ich mir irgendwas angucke, dann möchte ich auch nicht mich nur auf die Sache konzentrieren, wo der Regisseur jetzt sagt, guck dir das an, sondern ich möchte auch mal ein bisschen im Hintergrund rumgucken, und das geht einfach nicht, und das finde ich total schwachsinnig. Genau, und das stört mich auch. Ich habe das auch bei diesem Film zum allerersten Mal gemerkt, dass das der große Unterschied ist zur Realität, und das hat mich auch immens gestört. Und ich finde, diese 3D-Filme, die braucht man nicht. Nee, die sind total überflüssig, sehe ich inzwischen auch. Ja. Es gibt Filme, da fand ich es gut, Avatar zum Beispiel, aber... Habe ich nicht geguckt. Bei Avatar war das, glaube ich, auch anders gemacht. Ich hatte das Gefühl, da war weniger unscharf als hier. Keine Ahnung, den habe ich nicht geguckt. Aber Avatar hingegen funktioniert aber auch auf 2D, total großartig. Ja? Ich habe den halt auch auf Blu-ray und habe ihn gesehen und funktioniert toll. Okay, Das heißt, es ist einfach ein total überflüssiges Feature. Ja, und wenn Filme nur in 3D funktionieren, dann sind die auch mal scheiße. Und gute Filme funktionieren auch ohne 3D. Denke ich. Genau, richtig. Also, man braucht 3D nicht. Richtig. Und diese Technik, also wir hatten jetzt so einen Polarisationsfilter dabei, also so eine passive Brille. Gibt es ja noch für das Heimkino immer diese aktiven Shutterbrillen, die dann halt so ganz schnell auf und zu gehen. Da wirst du bestimmt blöd bei. Nee, das ist eigentlich, die Brille ist ein bisschen schwerer halt. Das Kuriose ist, diese Technik, die sie uns ja jetzt als sehr, sehr neu verkaufen, hatte ich damals vor 10 Jahren ungefähr schon an meinem Rechner mit dem 3D Revelator Pro von Elsa. Das war auch so eine 3D-Shutterbrille, die konnte man halt an seinen Monitor anschließen. Wurde halt über das Monitorkabel wurde da durchgeschleift. Und dann konnte man Need for Speed und Unreal Tournament und all sowas, also all diese 3D Direct 3D-Spiele konnte man dann in 3D spielen, in dieser 3D-Shutterbrille. Das hat sehr gut funktioniert. Ja, das kann ich mir vorstellen. Und es ist die gleiche Technik, die sie da heute auch einsetzen. Und ich weiß nicht, warum das jetzt alles so neu sein soll. Naja, seit 2006 wird das halt verwendet. Aber 3D... Wie gesagt, ich hatte die 99 schon. Ist schon uralt. Ja. Und ganz früher gab es ja noch diese Farb-3D-Dinger. Die waren furchtbar. Gab ab und an Fernsehfilme, die mit diesen Brillen waren. Das war echt tragisch. Ja. Kennst du noch diese magische Auge? Natürlich, das ist toll. Ne? Das finde ich auch gut. Da habe ich letztens wieder Da bin ich übrigens einer derjenigen Menschen, die das können, ohne da mit der Nase dran zu gehen. Das ist nicht wenige Leute, das macht doch jeder. Da geht auch keiner mit der Nase ran. Als es rauskam, 94 oder 95 oder wann das war, da habe ich mir die ganzen Postkarten, die man damals kaufen konnte, habe ich mir so angeguckt, so eine in die Hand genommen, ja, okay, und nie nichts in die Hand genommen, ja, okay, ist ein Pferd drin. Und dann kam irgendwann mal eine Frau auf mich zu und sagte, die müssen Sie so an die Nase ranhalten und dann so wegziehen, ganz langsam, und dann sehen Sie da ein 3D-Bild drinne. Und ich so, ja, ich kann das auch ohne sehen. Sie so, was? Das kann ja nicht angehen, wie machen Sie das denn? Und oh. Ja, man muss einfach nur dahinter oder davor fokussieren, damit das unscharf wird, damit man zwei Bilder sieht und die dann übereinander legen kann. Und ja, genau. Das ist total billig. Richtig. Aber da habe ich nämlich letztens eine Seinfeld-Folge gesehen, wo es darum ging. Ich war allerdings, als ich das zum allerersten Mal gesehen habe, auch echt platt, dass ich ein 3D-Bild gesehen habe. Ich muss aber auch sagen, ich war halt irgendwie 12 oder so. Ja, damals war das noch interessant, aber naja. Gibt es die eigentlich heute noch zu kaufen? Also, dass man die alten Sachen noch... Nee, ich glaube, es wird nicht mehr entwickelt, sowas. Irgendwo habe ich noch irgendwie 1-2 Bücher davon rumliegen. Nee, ja. Ich glaube nicht. Ich war am Wochenende Paintball spielen. Mal was ganz anderes. Wo wir so in 3D? In 3D. Es, wow. Es war wie so ein 3D-Shooter. Oder nur in echt halt. Mit Farben. Ja, es war sehr cool. Sehr blau. Nee, gelb. Gelb. Aber du hinterher blau. Nö, das gar nicht. Also ich habe einen kleinen blauen Fleck, wo ich aber nicht sagen kann, ob der wirklich davon kommt. Also ich habe irgendwie am Oberarm wurde ich getroffen, innen drin. Und da ist ein bisschen blau, aber jetzt auch nicht so großartig. Und Kumpels von mir, die sind da deutlich blauer von dem Platz gegangen. Die haben Pech gehabt quasi. Ja. Kanonenfutter ist, glaube ich, der Fachausdruck. Das ist, weil ich so gut zielen konnte. Nein, wir haben irgendwie 2 Stunden gespielt und 4.000, 5.000 Kugeln weggeballert. Das war schon cool. Da gab da irgendwie so 2 Felder. Ein großes Feld, da wurde Capture the Flag gespielt, immer so 20 gegen 20 ungefähr. Also da konntest du raufgehen halt aufs Feld. Und dann hat irgendwann so ein Spielleiter, der davor saß, hat irgendwann gesagt, okay, genug Leute drauf, jetzt geht's los. Und dann gab es ein kleines Feld,
Und da wurde quasi Team Deathmatch gespielt, also zwei Teams und dann gegeneinander. Wie viele Leute wart ihr denn? Wir waren 10 Leute vom Junggesellenabschied. Und da war halt noch eine andere Gruppen waren da auch, mit denen wir dann einmal auf dem großen Feld waren. Aber uns hat das mehr Spaß gemacht auf dem kleinen Feld, auch wenn wir da natürlich mehr geschossen haben und dadurch mehr Kugeln verballert haben, aber es war schon cool. Aber wir hatten da so eine Maske auf und wir haben darunter so geschwitzt, weil wir auch total Angst hatten, dass wir da blaue Flecken von kriegen, hatten wir alle so ein Stink angezogen, jedenfalls die meisten. Und das war, also ich hätte auch gut 2 Lagen Klamotten weniger tragen können. Was hast du denn alles angehabt? Pullover, T-Shirt und ich hatte mir noch so einen Brustpanzer geholt. Oh. Den hätte ich mir echt sparen können. Den Pulli hätte ich mir auch sparen können. Ja. Dann habe ich einen Schuss gegen den Hals bekommen, aber der ist abgeprallt. Also ist auch kein Fleck geblieben. Aber es war sehr cool. Lohnt sich. Sollte man öfter machen. Ich würde es gerne mal machen, irgendwie so After Work Paintball. After Work? Ja, wenn du so einen Tag im Büro gehabt hast und dann einfach mal für 30 Minuten aufs Feld ein bisschen rumballern und gut ist. Du könntest es auch direkt im Büro machen mit deinen Kollegen. Ich glaube, dann werde ich nicht mehr lange bei der Firma sein, wenn ich das machen würde. Naja, vielleicht veranstaltet die Firma das ja. Ja, das haben wir in der Tat schon überlegt. Im Büro? Nee, nicht im Büro. Oh. Wann warst du da? Samstag. Am Samstag? Und du hast überlebt? Ja. Samstag war ja eigentlich Weltuntergang. Weltuntergangstag. Nein, gar nicht wahr. Samstag sind... Alle guten und ehrenwerten Bürger, Christen sind auferstanden in den Himmel. Christen? Menschen, keine Ahnung, mir egal. Auf jeden Fall sind die alle ins Weltall gekommen, zum Jesus, haben den da getroffen und wir sind auch da. Wir sind nicht ehrenwert. Und jetzt wer ist denn weg? Vermisst du irgendwen? Nö, ich kenne keine ehrenwerten Leute. Ich kenne offenbar auch keine ehrenwerten Leute. Nee, und jetzt irgendwie in 5 Monaten oder sowas ist dann der endgültige Weltuntergang. September oder so. Ja. Bin ich schon gespannt drauf. Ja, ich auch. Ich freue mich schon drauf. Ich hab Bock drauf, ja. Ja, lass uns mal eine Flasche rumteilen. Ja, ich habe überlegt, ich gehe jetzt auch einfach nicht mehr zur Arbeit, sondern mache die ganze Zeit nur noch Party. Ja, das ist großartig. Tolle Idee. Genau, und da kann ich nämlich auch mehr Carcassonne spielen. Carcassonne spielen? Genau, weil das hat nämlich Update bekommen. Genau, es gibt nämlich... Lass uns mal ganz vorne anfangen. Im Jahre 2001 hat die kleine, aber feine Firma Hans im Glück ein Spiel auf den Markt gebracht. Warte mal ganz kurz. Carcassonne. Ein Brettspiel, kein 3D-Shooter. Ja. Nur damit wir nicht die Leute denken, weil wir vom Baseball-Spielen kommen, dass sie dann denken, wir würden jetzt über 3D-Shooter reden. Das ist ein Brettspiel, so ein eigentlich auch kein Brettspiel, sondern eher so ein Kartenlegespiel, Anlegespiel. Oder wie nennt man das? Anlegespiel würde ich es nennen. Ja, auf jeden Fall, man muss da so Städte zusammenbauen und Wiesen zusammenbauen und sich darauf legen mit seinen kleinen Männchen, die man hat und auf die Kirche setzen. Ich denke ja immer, die Kirche, das ist eine Brauerei, dann gehe ich da lieber raus. Auf die Kirche gehe ich nicht gerne, aber auf eine Brauerei würde ich sehr gerne gehen. Vielleicht gibt's ja sogar, ich habe die Erweiterung noch nicht alle durch, vielleicht gibt's ja sogar eine mit einer Brauerei. Leider nein. Was habe ich gesagt? 2001? Quatsch. 2000 kam das Spiel raus. Aber 2001 hat das Spiel des Jahres bekommen. Deswegen, ja. Also es kam im Oktober 2000 raus und 2001 ist das Spiel des Jahres geworden. Verdientermaßen, muss man sagen. Und es hat auch den deutschen Spielepreis, der übrigens viel hochwertiger ist, aber da können wir uns ein anderes Mal drüber unterhalten, bekommen. Und jetzt im letzten Jahr wurde dieses Spiel umgesetzt fürs iPhone den Coding Monkeys. War das im letzten, war das nicht schon im vorletzten Jahr? Nee, es war im letzten Jahr. Okay. Es ist jetzt ziemlich genau ein Jahr alt. Okay, cool. Weil ich denke, als ob es schon immer geben würde. Ich habe, ja genau, seit Mai 2010 gibt es das Spiel nämlich auf dem iPhone. Es hat damals noch 4 Euro gekostet, inzwischen kostet es 8. Aber inzwischen ist es universal und kann auf dem iPad auch verwendet werden. Also. Richtig. Und inzwischen hat es, glaube ich, 8 Updates bekommen, die allesamt neue Features eingebaut haben. Konsolen. So auch letzten Donnerstag. Das neueste Update, das hat nämlich eine Game Center-Einbindung. Game Center, das ist hier auf dem iPhone, wo man alle seine Spiele sammeln kann und dann sehen kann, wer der Tollste von seinen Kumpels ist. Genau, und jetzt kann ich nämlich in diesem Game Center sehen, dass ich der Tollste bin. Das ist toll. Nicht mehr lange. Das ist ganz toll. Ich finde das total großartig. Ich bin nämlich tatsächlich in vielen Punkten auf Platz 1 und momentan, glaube ich, auf Platz 12 von 3600 Leuten.
Also das Update zieht sich halt schleichend durch die Masse der Besitzer des Spiels. Du bist quasi in der Weltrangliste auf Platz 12 im Carcassonne-Spiel. Genau, richtig. Ah, ich glaube, es gibt auch richtige Carcassonne-Weltmeisterschaften. Gibt es auch, ein Brettspiel. Da gibt es einen Spieler, Riesemax, den habe ich auch in meiner Freundeliste. Der ist das, glaube ich, sogar. Ist Weltmeister? Bin mir aber nicht so sicher. Auf jeden Fall ist der ein abgefahrener Profi. Okay. Gegen den verliere ich auch immer. Aber das Tollste an diesem Carcassonne-Update ist nicht die Game Center-Einbindung, dass ich da meine ganze Statistik, ich stehe auf Statistik, dass ich die sehen kann, sondern dass man jetzt Erfolge freispielen kann. Man kann Erfolge freispielen in Carcassonne. Das heißt, Achievements. Man muss noch mehr spielen, um noch mehr zu kriegen. Okay. Und das finde ich total toll. Also zum Beispiel, wenn du das erste Tutorial für das Gesamtspiel abschließt, dann kriegst du einen Punkt dafür. Ja, das habe ich, glaube ich, am Anfang. Und ein Achievement. Das habe ich Anfang Mai letzten Jahres gemacht dann. Genau, und ich habe es jetzt einfach nochmal gemacht, damit ich dieses Achievement kriege. Hätte ich nicht. Es gibt 43 Achievements, von denen sind nicht alle in der Liste drin am Anfang. Es gibt ein paar Secret Achievements. Ich habe schon mindestens 3 gefunden. Und diese Secret Achievements, da fordere ich euch jetzt auf, meine Hörer, sucht die mit mir und tragt die mit mir zusammen in meinem Blog, blog.codenager.de. Ich tue das in die Shownotes. Da könnt ihr gerne einen Kommentar zu schreiben und dann erweitere ich diese Liste, bis ich alle Achievements beisammen habe. Warum schreibst du nicht einfach die Coding Monkeys an und fragst die? Nee, wenn die das preisgeben würden, dann hätten sie es schon lange gemacht. Stimmt natürlich. Und du bist da jetzt so wild drauf. Ich bin da total wild drauf. Ich verliere ja in dem Spiel meist. Gegen mich. Gegen alle. Gegen mich vor allem. Gegen alle. Alle verlieren gegen mich. Gegen dich verlieren alle. Nee, Zeit. Wie heißt er? Riesemax nicht. Nein, es gibt schon durchaus ein paar Leute, die gegen mich gewinnen. Aber ich gewinne, ab und zu gewinne ich auch mal gegen dich. Ja, aber ja, nein, das ist einen schlechten Tag. Das ist schon ein sehr, sehr schönes Spiel. Ich spiele das auch irgendwie sehr häufig. Vor allen Dingen, weil man das gut so nebenbei mal spielen kann. Machst du mal einen Zug und dann ist ja auch der nächste wieder dran. So. Das Tolle an diesem Spiel ist, man kann es asynchron spielen. Das heißt. Das wollte ich, glaube ich, damit sagen. Das heißt, wenn man einen Zug macht, dann wird er ins Internet geschickt und in dem Moment, wo der geschickt wird, Internet? Da kommt das aus der Wolke auf das andere Gerät gefallen, mit dem man spielt. Und wenn der dran ist, dann kriegt er hier eine Nachricht. Ah, das ist dann, du bist dran im Spiel mit Dot Holger. Das ist dann wie, als wenn man am Flughafen in das Schiff einsteigt mit dem... Ah nee, wie war das noch? Was stolz, jetzt habe ich es versaut. Nein, ich wollte sagen, das ist wie, wenn man am Bahnhof schon in das Flugzeug einsteigt. Ja, genau. In 10 Minuten. Ja, genau. Nein. Total toll. Und das ist umwerfend gut programmiertes Spiel. Ich finde es total toll. Ich bin da jedes Mal wieder begeistert von, wenn ich das in die Finger kriege. Ich spiele das sogar ab und zu mal neben der Arbeit. Nein, das würde ich nie tun. Nee, aber wenn ich... Nein, das würdest auch du nie doch, tun. Doch, ich kann Scherz kommen. Ich habe häufig mal so ein bisschen Ladezeiten beim Arbeiten, wo ich dann halt warten muss. Und dann mache ich einen Zug. Ja. Ein anderes Spiel, was ich jetzt auch spiele, haben wir schon mal drüber geredet, Disc Driven. Da hast du mich angestellt. Disc Driven, keine Ahnung. Das, wo man so rumschnipsen muss. Das ist auch toll. Das ist allerdings nicht so gut programmiert. Da wird nämlich nicht sofort übertragen, wenn der andere dran ist. Nee, aber... Und das stört mich ein bisschen. Ja. Außerdem wird da kein Badge an das Icon gebaut, wenn... Manchmal schon. Dran ist. Manchmal ja, schon. Nur wenn man das... mal aufgemacht hat, glaube ich. Wieder zugemacht hat, ja. Aber das ist ja völliger Quatsch dann. Ja. Naja. Auf jeden Fall, jetzt bist du ganz wild drauf und sitzt den ganzen Tag zu Hause und spielst gegen dich selber, damit du deine Achievements freischaltest. Ja, bei manchen Achievements ist das echt nötig. Man kann zum Beispiel das Achievement, es gibt in dem Spiel 6 Klöster. Wenn man alle 6 Klöster erfolgreich abgeschlossen hat, dann kriegt man ein Achievement. Die Brauereien, natürlich. Ja, es gibt ja nur 6 Karten von diesen Brauereien im Spiel. Genau, es gibt nur 6. Deswegen also muss man erstmal alle Brauereien bekommen und dann muss man noch auf jede Brauerei einen draufsetzen und dann muss man noch... alle umliegenden Karten legen. Ach, das ist doch krass. Das ist eher krass, ja. Also viel Glück beim Erlangen dieses Achievements. Das hat mich eine Weile gekostet. Okay. Eine Weile wohlgemerkt, wir haben jetzt Montag und es gibt seit Donnerstag... Ich sehe schon, du spielst die ganze Zeit nur, wenn deine Frau arbeiten muss und Essen kochen muss und putzen muss. Heute habe ich gekocht, Bolognese-Soße. Echte Bolognese-Soße aus echten Zutaten. Und dann hat sie schön 3 Stunden kochen lassen. Ja, fast. Ja, das hat auch nebenbei Spiel gedauert. Ja, habe ich dann auch gemacht. Ein anderes Update, was rausgekommen ist Reader.
Reader, richtig. Da haben wir schon von dem großartigen Reader, was ich glaube ich letzte Woche erwähnt habe, als wir über die RSS-Feeds geredet haben. Da habe ich noch gesagt, dass es voll doof ist, weil man, ich habe nicht gesagt, dass es doof ist, aber ich habe gefragt, ob man seine RSS-Feeds auch mit reintun kann und du sagst nein und jetzt geht's auf einmal. Genau, jetzt geht's plötzlich. Irgendwie letzten Dienstag ist das Update gekommen, dass man mit dem Reader, das ist noch eine Beta, also Holger, du darfst da immer noch nichts für bezahlen. Mist. Ist Version 16, glaube ich, jetzt rausgekommen und mit der kann man auch seine Subscriptions managen. Mit einem eingebauten Subscription Manager. Ja, habe ich noch nicht ausprobiert. Es funktioniert, ich habe das ausprobiert. Okay, ich habe das bis jetzt immer nur über Google eingetragen, über Google Reader. Aber da haben wir ja schon drüber geredet. Auf jeden Fall geht das jetzt und dann ist dieser Punkt auch gestrichen. Genau, wir tun dazu den Link in die Show Notes. Genau. Schon drin. Haben wir noch was? Paintball? Nö. Also ich wüsste jetzt nichts, worüber wir noch reden könnten. Wir könnten auch vielleicht darüber... Ach, das können wir auch nächstes Mal. Wir haben jetzt auch unsere 30 Minuten voll. Ja, dann sag doch mal, worüber wir noch reden könnten nächstes Mal. Nächstes, dann Mal, nächstes Mal reden wir über Spion und Spion. Oh ja, Spion, Spion. Und alle, die es nicht kennen, können sich ja schon mal informieren. Und dann mitreden. Im Gedanken. Ja. Und nächstes Mal gibt es natürlich auch wieder einen großartigen Energy Drink. Da bin ich ja mal gespannt. Da haben wir noch nicht drüber geredet. Dann, viel Spaß. Ja, damit viel Spaß in dieser Woche. Und alles Trinkt Gute. Mehr Cola. Trinkt mehr. Bei dem Wetter auf jeden Fall. Dann aber nicht unbedingt nur Cola, dann auch mal ein bisschen Wasser. Oder auch mal ein Rum. Rum ist auch gut. Haben wir jetzt gar nicht. Heute. Haben wir gar nicht, können wir gleich noch. Ja, können wir gleich mal machen. Okay. Gut dann. Schöne Woche. Bis denn. Tschüss. Dirty Minutes Left.